wir auch schon wieder, Leute. Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time, Turtles 4 für manche auch. Das wohl beste Turtles-Spiel, das wir je hatten. Ist es nicht so? Es ist so, ja. So ist es. Warum durfte ich kein Battletoads spielen? Weil ich keine Lust hatte auf Battletoads. Und Turtles haben wir schon sehr, sehr lange nicht mehr gespielt. Das stimmt. Deswegen wird es mal wieder an der Zeit. Wir spielen natürlich auf Hard mit 7 Leben. Was denn? Wir haben letztes Mal auch auf Hard gespielt. Ja. Wir schaffen das. Ja, klar. Wir schaffen das. Wir spielen das Ding jetzt durch. Wir sind nämlich crazy und wenn wir fertig sind, müsste auch fast der Pizzamann klingeln. Wir haben nämlich Pizza bestellt. Ich nehme Raphael. Ich nehme Donatello. Das ist unser Standard-Team. Ich nehme mal Raphael, weil der einfach am schnellsten ist. Ich mag lieber schnelle, wendige Charaktere. This is April O'Neil. Hast du gerade was gedrückt? Nein. Okay. Das ging nämlich gerade recht schnell. Aber wie auch immer, Crank klaut die Freiheitsstatue, Shredder lacht im Fernsehen. Ihr kennt die Story, glaube ich. Ihr habt wahrscheinlich alle, hoffentlich habt ihr alle schon mal Turtles in Time gespielt. Und los geht's in New York auf dem Big Apple gegen Baxter Stockman. Turtles in Time, eins meiner absoluten All-Time-Favorite-Lieblingsspiele ever. Yeah, der erste, der in den Bildschirm geworfen wurde. Ja, ja, das war nämlich damals eines der herausragendsten Features. Das gab es, glaube ich, weder in der Spielhalle noch im Sega Saturn, im Mega Drive Ableger Hyperstone heißt. Viele sagen ja, Hyperstone heißt es nur die Mega Drive Version von Turtles in Time. Das ist es aber nicht. Da gibt es einige Level, die sehr unterschiedlich sind. Da gibt es andere Bosse. Und das Mega Drive kann kein Mode 7. Deswegen gibt es da nicht den Gegner in den Bildschirm schmeißen. Und Turtles in Time fühlt sich einfach so unfassbar geil an. Das ist, jetzt geschafft. Ja, das ist quasi der Inbegriff des Pick-up-and-Play-Titels. Also man braucht ja auch überhaupt keine Erklärung, wie das funktioniert. Man nimmt das Joypad in die Hand, drückt jeden Knopf einmal und dann weiß man ganz genau, wie das funktioniert. Ja. Das ist noch gar nicht so lange her, dass wir beide das zum allerersten Mal durchgespielt haben. Da haben wir schon hier in der Wohnung gewohnt, oder? Nee, das war noch in der alten Wohnung. Echt? Ja. Das ist, müsste jetzt so 1,5 Jahre ungefähr sein. Ich glaube, das erste Mal haben wir es durchgespielt. Da habe ich noch an der Ostsee gewohnt. Echt? So, ja. Stimmt, du warst am Wochenende da. Ja. Wie war das für dich, dein erstes Super Nintendo-Spiel durchzuspielen? Du hast ja vorher gesagt. Ich überlege gerade, ob das wirklich das erste Mal. Ich glaube ja. Ich glaube, das war das erste Mal. Als Kind hattest du ja keinen Super Nintendo, sondern N64 direkt, ne? Nee, ich hatte zuerst einen Super Nintendo. Den hat mein Papa für uns gekauft. Da war ich 3. Ja. Und da konnte ich noch nicht so viel damit anfangen. Das stimmt, du hast von deinen Mario Paint Eskapaden erzählt. Genau, richtig. Da war Mario Paint mein liebstes Spiel. Und ich glaube, wirklich durchgespielt habe ich damals nicht wirklich die Spiele. Ich habe Turtles in Time damals irgendwann relativ zeitnah, nachdem ich mein Super Nintendo hatte, ich glaube zum Geburtstag oder zu Weihnachten gekriegt. Da ich im Dezember Geburtstag habe, ist das macht das keinen Unterschied, weil ich meistens meine Geschenke erst an Weihnachten dann zusammen gekriegt habe. Ja, Dezemberkinder kennen diese Scheiße, sage ich jetzt mal. Da hieß es dann, ja, du kriegst teurere Sachen, die kriegst du dann zum Geburtstag und zu Weihnachten zusammen. Ja, am Arsch. Als Kind ist man echt traurig, wenn man an seinem Geburtstag irgendwie nichts geschenkt kriegt. Als Erwachsener ist das natürlich weit weniger tragisch. Hol dir die Pizza. Hol dir die Pizza! Ja, und so war das dann damals. Dann habe ich das, ich glaube, auch mit meinem Cousin Marc oder Benedikt, ich glaube Benedikt, mehr oder weniger auch am ersten Abend schon durchgespielt. So richtig lang ist der Titel ja nicht, aber so richtig geil ist er halt doch. Oh, auch wenn ich hier gerade auf voller Linie versage und den Bosskampf gerade nicht drauf habe. Ja genau, aufs Maul, Baxter. Die springen die ganze Zeit rein. Ins Feuer, ja. Ja. Mein Gott. Allerdings ist das hier nicht das erste Turtles-Spiel, das ich hier durchgespielt habe. Das war nämlich
das großartige Fall of the Foot Clan auf dem guten alten Game Boy. Das war mein zweites Turtles-Spiel, was ich durchgespielt habe. Ist gar nicht, das war gar nicht so, so lange her, ne? Vor ein paar Wochen, ne? Vor ein paar Wochen? Du hast wirklich kein Zeitgefühl. Nee, überhaupt nicht. Für mich ist alles... Ich war kurz, nachdem wir hier eingezogen sind. Ja, das war erst ein paar Wochen her. Wie lange wohnen wir jetzt hier? Eineinhalb, zwei Jahre? Ja, genau. Nee, Zeit ist echt nicht... Ich bin nicht der beste Freund, was Zeit angeht. Also ich... Zeitspannen, Datum, Gedönse und so, kann ich mir echt nicht merken. Yeah. Scene 1 clear. Cowabunga! Und Turtles ist einfach so ein Blast from the past. Das geht einfach mindestens alle 3-4 Monate muss ich das mal durchspielen, sonst kann ich irgendwann nachts nicht mehr schlafen. Außerdem ist Turtles immer eine gute Ausrede, um Pizza zu bestellen. Das Nesmaniac hat ja letztens auch mal irgendwo in einem Video erwähnt, dass er das bei ihm auch dazugehört hat, irgendwie samstags Cartoons zu gucken, Turtles zu gucken und Pizza zu essen. Ich glaube, es war der SNES-Mini. Ich weiß es nicht mehr. Einer von beiden hat mir das mal erzählt. Solltet ihr die beiden nicht kennen, MZ oder den SNES-Maniac, dann ab auf die Kanäle und guckt euch mal an, was die Jungs da fabrizieren. Die haben es nämlich auch beide drauf. Mein Test zu Turtles in Time habe ich auch damals relativ zeitnah gemacht, nachdem ich mit YouTube gestartet habe. Das war so der erste größere Titel, den ich gereviewt habe, weil als ich damals angefangen habe, habe ich mich nicht direkt an die Top-Dinger rangetraut, weil ich wusste, ich bin da noch nicht gut genug, um dem Spiel wirklich gerecht zu werden. Und ich glaube, wenn ich mir mein Review von Turtles in Time heute angucke... Das ist dran. Ja, ich bin gerade in den Gulli gefallen. Anfängerfehler. Ja, Anfängerfehler. Dann, lass die Pizza mal noch liegen. Dann würde mir das wahrscheinlich auch nicht so richtig gefallen. Aber von diesen geschriebenen Reviews habe ich mich eh so ein kleines bisschen verabschiedet. Auch weil der SNES-Maniac zum Beispiel das deutlich besser macht als ich. Muss man halt ganz ehrlich so sagen. Der schreibt wirklich gute Skripte. Der setzt sich dahin, investiert da viel Zeit. Und ich kann da im Moment nicht die Zeit investieren, die so ein vorgeschriebenes und vorproduziertes Review wirklich benötigt. Ja, aber du kannst halt auch, was deine Stärke ist, ist halt einfach improvisieren und labern. Ja, ja. Aber wenn ich eins kann, dann ist das aus der Hüfte schießen. Jeder, der mich privat kennt, der weiß, das Beste kommt ungefiltert einfach so aus meinem Mund. Irgendwie kann man da jetzt ganz viel reininterpretieren. Lassen wir das einfach. Ja, ja. Ich bin besser, wenn es darum geht, einfach spontan was zu erzählen. Genau. Und das Geskriptete, das, ich war da selber nie so richtig ganz glücklich mit, deswegen habe ich mir gedacht, lassen wir das einfach sein. Außer wenn ich tatsächlich mal wieder ein neueres Spiel habe, was ich vom Entwickler zum Testen zur Verfügung kriege. Denn das habe ich im letzten Jahr tatsächlich 3 oder 4 Mal tatsächlich gehabt. Und das hat mich sehr, sehr gefreut. Ich mach's auch nicht. Oh, ich mach zu schnell. Allen voran Viviette, mein bisher erfolgreichstes Review mit, ich glaube, inzwischen knapp 600 Aufrufen und ein wirklich, wirklich tolles Spiel. Ich habe auch gesehen, dass es immer mal wieder im Nintendo eShop im Sale. Also wenn ihr Interesse habt an einem schönen Pixel-Art-Adventure-Spiel mit Grusel- und Rätselelementen, dann ist Viviette wirklich was ihr euch angucken solltet. Das sage ich nicht nur, weil der Entwickler mir das Spiel damals zur Verfügung gestellt hat, sondern weil ich das Spiel inzwischen 3-mal durchgespielt habe, weil es einfach so geil ist. Die Atmosphäre, die Rätsel, ist alles richtig, richtig geil. Na, ich habe jetzt auch, der Reader hat ja ein Video gemacht mit so 5 Empfehlungen aus dem Switch eShop. Ja. Und da habe ich ihm das auch nochmal nahegelegt, auf jeden Fall mal in Viviette reinzuschauen, weil es echt ein cooles Spiel ist. Ja. Wir haben es ja auch 2-mal durchgespielt, weil es verschiedene Enden hat. Genau. An der Stelle nochmal Gruß an den Redeemer. Guter Mann. Wir müssen uns jetzt hier erstmal mit Shellhead nehmen. Ich habe jetzt kurz gedacht, dass ich du bin, deswegen. Nein, ich bin Raphael. Ich bin immer Raphael. Ja, ich weiß. Ja, ein anderer Kollege, der auch ein großer Turtles-Fan ist, ist Christophs Man Cave. Auch hier eine deutliche Empfehlung für den Kanal vom guten Christoph. Super netter Kerl, den durften wir letztens in Oberhausen auf der Börse kennenlernen. Und ich freue mich jetzt schon drauf, das nächste Mal mit dem Kollegen mal was zu zocken.
Also auch hier klare Empfehlung, mal auf den Kanal zu schauen. Ich dachte mir auch mal wirklich richtig in die Turtles Welt abtauchen will, da sollte man dann auch mal beim Rizu-Tempel vorbeischauen. Auf jeden Fall. Was der an Turtles Wissen und an Turtles Kram hat. Ziemlich cool, ja. Da verdrücke ich mir jedes Mal ein Tränchen, wenn ich das sehe. Also auch du seist gegrüßt, lieber Marco. Retro-Krempel, ein Kanal, den man definitiv auch empfehlen kann. Ich dachte, wir spielen Turtles und machen hier nicht Schleichwerbung für unsere Kollegen. Ja. Aber wenn wir schon mal dran sind, dann will ich natürlich auch den guten Retro-Gaming-Panda nicht unerwähnt lassen. Lieber Henning, falls du zusiehst, ich weiß, dass du zusiehst, auch auf deinen Kanal schicke ich gerne meine Zuschauer. Das ist übrigens meine Lieblingsrunde, auch wenn ich da manchmal nicht so gut bin, ja. Ich finde es ziemlich cool, genauso die Runde, die später kommt, das sind wir, glaube ich, auch auf so ein fliegendes. Ja, aber da geht es geradeaus, so. Ne? Ja. Ja, alles Mode 7. Ich finde, ich mag diese Side-Scrolling-Level ehrlich gesagt gar nicht so gerne. Aber die Animationen finde ich super, wenn man über so ein Ding fährt. Ja. Pizza Time. Aha. Da. 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 Ah! Bin ich tot? Ja. Da. Spring und schrei nicht. Ich spring doch. Ich kann springen und schreien gleichzeitig. Das nennt man Multitasking. Müsstest du als Frau doch kennen. Die Aliens hier übrigens original aus Aliens geklaut, so wie die aussehen. Hässliche Scheißviecher. Frau Montanaro, was sind denn das für Ausdrücke hier? So, was sind so deine Kindheitserinnerungen an die Turtles als Serie? Hast du das als Kind überhaupt geguckt? Oh, da warst du noch zu klein, ne? Da war ich noch zu klein. Also ich kann mich erinnern, dass ich damals, wenn ich mal bei meinem Cousin war, oder bei meinen Cousins, sag ich mal so, dass die oft die Turtles geguckt haben, aber ich war dafür eigentlich noch zu klein. Ja, das muss man natürlich dazu sagen, ich bin 81er Baujahr und du bist 91er Baujahr. Und ich weiß nicht genau, aber ich müsste so 7, 8 Jahre alt gewesen sein, als die Turtles damals im Fernsehen kamen. Und nachdem ich ursprünglich ja dachte, es wird niemals etwas Cooleres geben als He-Man und Masters of the Universe, das habe ich angefangen zu gucken, da war ich so 4. Ich würde jetzt gerne mein T-Shirt zeigen, aber es geht ganz schlecht. Ja, ein Skeletor-T-Shirt an. Dachte ich jedenfalls, es könnte nie etwas Cooleres geben als He-Man und die Masters of the Universe. Und dann kamen die Teenage Mutant Hero Turtles damals in Europa. Zumindest in Deutschland und in UK. Und dann war es um mich geschehen. Ich habe es in meinem Review auch schon mal erzählt. Meine Mom hasst die Turtles bis heute dafür, weil ich vorher mochte ich keine Pizza. Und dann habe ich Turtles gesehen und wollte nichts anderes mehr essen. Und ein bisschen viel Pizza habe ich in meinem Leben, glaube ich, auch schon zu mir genommen. Aber ich bereue es nicht. Pizza ist super. Ja klar, das musst du mir als Italienerin nicht erzählen. Ja, stimmt. Wie geht's bei euch auch, wenn man in die Kirche geht, anstatt so einer Hostie dann vom Pfarrer, ne? Also, das gibt's auf jeden Fall als Schulessen. Da gibt's keine Wienerle und sowas, da wird Pizza hingestellt. Was sind denn Wienerle? Da halt Bratwurst. Also. Oder nee, kein Wiener, Bratwurst, aber halt Wiener. Ist ja wienerlich. Der ist eigentlich meiner. Also, ja, den habe ich geklaut. Ja. Ich mag nicht so gern Wiener, also so Knackwürstchen oder Siedewürstchen und so. Aber wir driften hier ein bisschen vom Thema ab. Du hast aber gesagt, du hast diese Realserie mit den Turtles geguckt, als du jünger warst. Da hat sie mir irgendwann mal erzählt. Als wir mal über den Film gesprochen hatten und so. Erinnerst du dich? Also jetzt nicht, dass ich das irgendwie regelmäßig geguckt habe oder so. Ich konnte mich halt dran erinnern. Aber die Turtles, die haben ja auch tatsächlich inzwischen, ich glaube, 4 oder 5 Cartoon-Serien raus. Also es gibt ja die klassische. Ja. Dann gab es irgendwann mal eine Nachfolgeserie, die hieß, glaube ich, oder zumindest das dazugehörige Spiel auf dem DS, heißt Battle Nexus. Die habe ich allerdings nicht geguckt, weil die war zu einer Zeit, als... Also ich habe nie aufgehört, Cartoons zu gucken, aber da gab es deutlich Cooleres, wie zum Beispiel die Batman Animated Serie
Und ich fand halt diesen neueren Stil von den Turtles, den die da hatten, der hat mir nicht so gefallen. Dann gab es irgendwann noch so eine Realserie, wo die ähnliche Kostüme anhatten wie in den Turtles-Kinofilmen. Da war dann auch noch ein Turtles-Mädel dabei, also da waren die irgendwie zu fünft und so. Und das war aber so richtig low-budget irgendwie. Das hat mir auch überhaupt nicht zugesagt. Da habe ich auch nur ganz selten mal reingeguckt. Und dann, ob es noch eine dritte Zeichentrickserie gibt, weiß ich gerade gar nicht. Aber dann gab es eine animierte Serie vor ein paar Jahren von Nickelodeon. Und die finde ich richtig, richtig gut. Die ist wirklich geil, diese Animated-Serie. Weil die ist zwar schon an Kinder gerichtet, aber wer die Turtles-Comic-Vorlage kennt, der wird ganz, ganz viel in dieser Serie erkennen, das eigentlich auf der Comic-Vorlage basiert und nicht auf den bisherigen Cartoons. Das finde ich persönlich ja total geil. Und der Humor, der da drin ist, und die Animationen, die sind auch wirklich erstklassig. Und jetzt die ganz neue Turtles-Serie, die habe ich noch nicht gesehen. Aber was ich da bisher so an Artwork von gesehen habe, hat mir auch nicht so gefallen. Da ist nämlich jeder Turtle eine andere Rasse, Schildkröte. Und die haben ja, teilweise auch nicht mehr... Also ganz... Ja, ja. Die haben dann auch nicht mehr ihre typischen Waffen. Also Michelangelo hat da irgendwie keine Chakus, sondern irgendwas anderes. Leonardo hat irgendwie nur noch ein Schwert. Raphael hat keine Scythe, sondern nur so, die sehen aus wie Stimmgabeln quasi. Also schon die Scythe, aber nicht mit drei, sondern nur mit zwei spitzen Dingern. Ich kenne mich in dieser Kampfsportwelt nicht so gut aus, deswegen weiß ich nicht, wie die Dinger heißen. Und ja, und Donatello ist wie in den Michael Bay Filmen irgendwie zur Hälfte in Elektronik verpackt und das gefällt mir irgendwie gar nicht. Sag mal, warum habe ich eigentlich schon drei Leben verloren und du bist noch nicht einmal gestorben? Tja. Willst du mir doch nicht erzählen, du bist besser in Turtles als ich? Tja. Ich bin halt, das ist vielleicht sowas wie Mario Kart, da bin ich halt einfach besser. Ja, nimm die Pizza und Mario Kart reden wir ein anderes Mal drüber. Ich glaube, ich habe das sogar schon mal irgendwann erzählt. Aber ich merke, wie es in dir brennt, diese Geschichte zu erzählen. Also, du hast meine Freigabe. Ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat. Also mein 64 aus der Kindheit habe ich ja immer noch und Mario Kart 64 und da warst du, glaube ich, ein Wochenende damals bei mir, da habe ich noch in der Ostsee gewohnt und da habe ich dich herausgefordert. Nein, ich habe dich eine ganze Weile herausgefordert und du hast dich ganz, ganz lange geweigert, Mario Kart gegen mich zu spielen und dann habe ich ziemlich vom Leder gezogen. Man will halt am Anfang von einer Beziehung die nicht gleich zerstören. Deshalb. Ja, da waren wir noch nicht so lange zusammen. Ja. Und ich habe Trash Talk geredet ohne Ende. Ich habe das so von wegen, hier, ich spiele schon länger Mario Kart, als du überhaupt laufen kannst. Und so weiter und so fort. Und dass ich der Mario Kart dass ich so der Mario Kart King bin. Ja. Und dann hat die mich nass gemacht. Das war echt nicht feierlich. Ja. Das ist mir schriftlich gegenlassen. Ja, da hat sie mir echt meinen Trash Talk in den Hals gestopft. Ich liebe dich trotzdem. Auch wenn sie mich in Mario Kart beim ersten Mal geschlagen hat. Danach allerdings nicht mehr so sehr. Ja, der Shredder-Fight. Ja. Ja, jetzt nicht mehr die pinken Ninjas. Foot Soldiers. Ja. Also Foot im Sinne von Fuß, nicht wie... Hier im Westerwald ist das umgangssprachlich für ein bestimmtes Körperteil. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Ich schaff's gerade nicht. Funktioniert nicht. Wir müssen die da rein. Ja, ich weiß, ich schaff's nur gerade nicht. Ich muss hier einmal schlagen und dann kann ich die richtig schön packen. So, ja. Das wollte ich. Nochmal. Nochmal. Ich hab's irgendwie gerade nicht drauf. Na? Volle Konzentration. Ja, man muss ja eigentlich versuchen, die so zu erwischen, dass sie erstmal im Rücken zu einem stehen. Und dann kann ich die erst packen.
Alter! So, jetzt. Jetzt aber einer nach anderen hier. Hier war ich als Kind auch ultra beeindruckt davon, dass Shredder irgendwie schon der dritte Boss ist. Und dann auch noch in so einer coolen Art und Weise. So einen ähnlichen Bosskampf gibt es in Battletoads aber auch. Da hat man auch irgendwie einen Gegner, der quasi vom Bildschirm aus auf einen schießt. Und da muss man irgendwie Steine auf den werfen oder so Kugeln oder sowas. Irgend so was. Oh, können wir das jetzt mal hinkriegen hier? Ja, das ist also für mich ist es echt schwierig, gerade die zu erwischen. Na. Jetzt fällt der wieder um. So, jetzt aber. Boom. Der hat nicht gereicht? Nein. Oh. Ich glaube, wir brauchen noch zwei. Ja. Ich glaube, wir brauchen noch drei. So, jetzt aber. Nee. Alter! Nein. Na doch. Na doch. Turtles Brofist. Und da kommt, da entkommt der Shredder. Soll ich nicht nachgucken, wie viel Akku mein Handy noch hat? Nee. Hast du das Internet wieder ausgemacht, damit keiner nur WhatsApp schreibt? Nee. Weiß nicht, ob das jetzt noch geht. Ach, es hat nicht. Nein, ich drück zu oft auf den Knopf. Ich habe jetzt schon zigmal an- und ausgemacht. Alles gut. Sehr schön. Ja, 45% Akku haben wir noch, also wir müssen uns ein bisschen sputen. Ja, wie ihr ja alle wisst, nehmen wir in der Regel mit dem Handy auf. Wir haben keine High-End-Kamera oder so, aber ich glaube, das reicht bisher ja auch. Glaube ich auch. Weißt du aus dem Kopf, wie viele Level? Ich glaube 9. 8 oder 9. Mensch, oh, was ist los? Der Mieter. Echt nicht so drauf heute. Ja. Das ist immer das Lampenfieber, wenn ihr zuguckt, wisst ihr? So als Ausrede. Ja, und wenn ihr das Ganze hier seht, sind wir auf dem Weg nach Italien. Ja. Ziemlich cool. Ja. Denn ihr kriegt das Stand heute nächsten Sonntag zu sehen. Und da sind wir in Italien. Ja. Da kommen wir wahrscheinlich gerade an. Also wundert mich nicht, wenn ihr eure Kommentare nicht so zeitnah beantwortet kriegt wie sonst. Soll euch natürlich nicht davon abhalten, tatsächlich zu kommentieren, aber ich habe Stand jetzt eigentlich nicht vor, ein Handy mit in Urlaub zu nehmen. Ich will da mal tatsächlich eine Woche lang komplett abschalten, keine Social Media Gedönse und irgendwas. Ich nehme zwar ein Gerät, nehme ich zwar mit, aber meine SIM-Karte nehme ich nicht mit, einfach um ein paar Fotos zu machen und so. Und dann sehen wir uns eine Woche später dann wieder, Freunde. Ich glaube, das mag uns aber auch vergönnt sein. Für mich ist das erste Mal in Italien. Das wird sehr schön. Das denke ich auch. Oh, diese blöden Viecher. Ja. Ich bin schon wieder tot. Das gibt's doch gar nicht. Die halten mal echt viel aus, die Säcke. Die rennen auch immer so Blade. Rennen so Blade? Blade. Das ist wieder dein fränkischer Slang, ne? Außer Chico versteht den, glaube ich, keiner. Schönen Gruß an dich, Chico. Auch den Chico dürft ihr gerne mal auf seinem YouTube-Kanal besuchen. Kommt aber auch immer irgendwie auf die Leute. Ja. Der Chico ist so die graue Eminenz unter den Gameboy-Sammlern, könnte man sagen. Also wer da Fragen hat oder wer sehen will, was der Chico und ich wieder Geiles auf dem Flohmarkt erbeutet hat, der guckt mal bei dem Chico auf dem Channel. Ja, ich hole mir mal hier die Typen mit den Harmschienen, die gehen mir echt auf den Sack. Ja. Gehen vor. Hast du nur noch ein Leben? Ja. Ich glaube bei 400. Jetzt bin ich auch mal tot. Toll. Nur dass du auch mal stirbst, macht es für mich ja nicht besser, weißt du?
Punkt noch. Ich glaube, wenn ich 400 Punkte habe, müsste ich ein Leben kriegen. Ja, ab alle 400 gibt's ein Leben. Ja, knapp. Du bist auch deutlich besser als die letzten Male. Hast du vorher nicht trainiert? Also es soll nicht heißen, dass du sonst schlecht bist, aber in der Regel habe ich meistens so doppelt so viele Punkte wie du. Ja, lass dich ruhig noch ein bisschen platt reißen. Ich bin Pizza. Pizza. Nee, ich habe weniger Leben. Wie im echten Leben, ich nehme die Pizza. Worauf freust du dich im Urlaub am meisten? Oh, auf die Ruhe, auf das Meer. Die Ruhe in Italien, wo alle Leute immer nur schreien? Ja. Klischees, alles nur Klischees. Leider nicht. dann auf meine Mama natürlich und auf Sitz. Vielleicht nicht drauf. Wissen die Leute natürlich nicht, wie Fritz ist, wer Fritz ist. Mein Stiefvater. Super Typ übrigens. Ja. Schönen Gruß nochmal an Schwiegermama und Fritz. Wir grüßen heute Gott und die Welt. Und wenn wir schon dabei sind, Mama, falls du zuguckst, du bist natürlich auch gegrüßt. Ja. Hässliches Ding. Das ist ein prähistorischer Turtle-Schatz. Ja. Der ist nicht hässlich. Das ist unser Vorfahr. Aber irgendwie habe ich die Taktik bei dem gerade nicht. Hau einfach drauf. Ja genau, wir verprügeln ihn einfach, ne? Wie früher. Einfach draufhauen. Ah. War es bei euch eigentlich auch so, als ihr noch jung wart, dass ihr da überhaupt nicht realisiert habt, dass es für manche Bosse bestimmte Taktiken gibt, sondern ihr einfach nur drauf losgeprügelt habt? Genauso wie ich habe als Kind überhaupt nicht realisiert, dass man in Rennspielen auch mal bremsen muss. Das gab's für mich überhaupt nicht. Ja, stimmt, das habe ich auch nie gemacht. Und dann wundert man sich, warum man so schlecht in F-Zero ist zum Beispiel. Ich glaube, der Schlag war eigentlich für mich. Ja, toll. Und du sein Schwert reinspringst, hey, und nichts dafür. Ja, hau ihm ins Kreuz, hau ihm ins Kreuz. Aber der blockt alles, ne? Ja. Scheiße. Jetzt. Nee. Ja. Ah. Immer wenn der gesprungen ist, kann man jetzt treffen. Nö. Continue, Raphael. Ach, hättest du auch mal einen anderen nehmen können. Nein, die sind mir zu langsam. Ich bin auch schnell, wenn ich dich da verhält. Nein, bist du nicht. Ja. Ich bin viel schneller als du. Alter, Slash! Das haben wir letztes Mal irgendwie besser hingekriegt. So, jetzt hier. So. Lutscher. Was hast du zu der Diskussion Turtles versus Streets of Rage als bestes Prügelspiel? Turtles. Ja. Streets of Rage, das ist das, was du jetzt neulich als Video hattest. Ja, genau. Das haben wir noch gar nicht zusammen gespielt, ne? Nee. Nächstes Mal. Vielleicht. Das nächste Mal spielen wir Power Rangers. Dann müssen wir noch das andere Power Rangers besorgen. Power Rangers The Movie ist echt irgendwie langweilig. Ja, es ist nicht so ich hätte gut, das als aber Kind ich hab, auch. Ja, ich habe halt Power Rangers, das habe ich wirklich als Kind oft gespielt. Das ist, glaube ich, einfach... Also es gibt ja insgesamt zwei Beat'em-Ups von Power Rangers, ein Prügelspiel und noch so ein Rennspiel auf Super Nintendo. Also vier Power Rangers-Spiele. Und Power Rangers The Movie ist optisch ganz nett, aber das Gameplay, also du läufst halt nur auf einer Ebene, dann hast du noch einen Button, mit der du auf die zweite Ebene springen kannst und du hast nur einen Schlag. Und die Gegner halten auch fast alle nur einen Schlag aus. Und das ist halt vom Spielgefühl her relativ langsam und ich finde auch relativ langweilig, weil da halt keine Variation drin ist von den Angriffen her. Du machst immer nur deinen einen Angriff. Deswegen mag ich Power Rangers The Movie nicht ganz so gerne wie das andere Power Rangers Spiel, wo man halt auch so ein paar Schlagkombinationen hat. Ich weiß gar nicht, ob du das schon gesagt hast. Die sehen aber auch alle gleich aus. Ja, ne? Außer dem Weißen haben die als Power Ranger auch alle dasselbe Kostüm. Ja. Also die haben alle im Prinzip... Entschuldigung, meine Stimme versagt. Die haben im Prinzip alle das Modell vom Roten Ranger, auch die beiden Mädels. Das ist so eine fliegende Todesscheibe. Das
sah aus wie eine fliegende Schildkröte mit Stacheln. Ja, nein, das ist tatsächlich eine Kampfsportwaffe aus dem mittelalterlichen Japan oder so. Es gibt nämlich einen alten Kung-Fu-Schinken namens die Todesspirale. Da trägt so ein Typ so ein Ding als Hut. Und wenn er jemanden damit umbringen will, dann nimmt er den Hut ab, dann ist da eine Kette dran und dann sind da Stacheln. Und dann wirft er dem Typen auf den Kopf, dann mit den Stacheln und reißt denen dann den Kopf ab. Die Todesspirale oder die fliegende Todesspirale. Irgend sowas. Toller Film. Weißt du genau, wo ich den geguckt habe? Da war ich mit meiner Mutter, meinem Cousin und meiner Tante auf Norderney im Wohnwagen im Urlaub. Wir hatten einen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher. Ich mach das. Ja, die müssen erst mal kommen. Ja. Hast du schon? Das war's. Ja. Wenn es so weitergeht, sieht es so aus, als müsstest du die Pizza zahlen. Ja, wir hatten nämlich gesehen, also die Pizza ist ja quasi schon unterwegs. Also die Pizzeria macht auch erst in einer halben Stunde auf oder so. Das heißt, bevor wir hier fertig sind, kommt ihr auf keinen Fall. Und wer hinterher weniger Punkte hat, der muss wohl latzen. Allerdings musst du bei mir ja eigentlich noch 450 Punkte dazu zählen, die ich hatte, bevor ich Game Over war. Nö. Nimm die Pizza. Da hat er wieder seine Todesspirale geworfen, der Gelbe da. Ich erinnere mich noch, das kennst du glaube ich nicht, auf der Xbox 360 gab es mal eine modernisierte Version von Turtles in Time. Turtles in Time Reshelled hieß das. Und das war kacke. So geil das hier ist, so scheiße war Turtles in Time Reshelled, weil die da auch irgendwie 3 Level gestrichen haben. Das hatte irgendwie nur 5 oder 6 Level oder so. Und es war insgesamt einfach eine ganz miese Portierung dieses großartigen Super Nintendo-Klassikers. Ich würde mich so freuen, wenn es das Spiel hier auf der Switch mit Online-Multiplayer gäbe, aber das wird wahrscheinlich aus Lizenzgründen niemals passieren. So, komm her, Rocksteady. Rocksteady und Bebop als Piraten, das war auch unbezahlbar, oder? Das waren auch immer meine beiden Lieblingsbösewichte, weil die einfach so endlos dumm waren. Was haltet ihr denn von den Michael Bay Turtles Filmen? Den ersten fand ich ganz, ganz grauenhaft. Das war ja im Prinzip die Megan Fox als April O'Neil Show. Da sind die Turtles ja deutlich weniger Screentime als die gute Megan Fox, die ich auch alles andere als heiß finde, auch wenn viele Männer da irgendwie anfangen zu lechzen. Muss ja jeder selber wissen, aber ist auch egal. Den zweiten fand ich allerdings dann gar nicht so richtig scheiße. Dann mit Rocksteady und Bebop dabei und Casey Jones, gespielt von Arrow, also wie heißt er denn? Der Name vom Schauspieler war Stephen Amell. Da war jetzt Casey Jones am Start. Der zweite Turtles-Film, der war gar nicht so schlecht. Aber es geht natürlich trotzdem nichts über den allerersten Turtles-Film aus den 90ern. Muss ich mir auch unbedingt mal wieder angucken. Und was ich an Turtles in Time auch super finde. Das Pferd. ja, du findest das Pferd super. Ich finde die Mucke total geil. Ja. Die Musik ist richtig geil. Die haben wir auch auf dem USB-Stick im Auto und auf längeren Touren ist dann auch ab und zu mal Turtles-Mucke im Auto angesagt. Gerade die in dem Level hier finde ich super. Ihr hört die jetzt lauter als wir. Wir haben den Fernseher nur ganz, ganz leise, damit es nicht über das Mikrofon noch mit übertragen wird. Aber in der Gameplay-Aufnahme ist und natürlich ich gleich deutlich, die deutlich lauter. Die Box. Boxviecher? Ja, die auf eins dazu genannt kommen. Die Steintypen. Was sind Steintypen? Was ist denn da? Keine Ahnung. Boxer mit hässlichen Helmen. Dann werden sie ja nackt. Ja, mei. Ja. So unterschiedlich sind die Betrachtungsweisen mancher ja. Leute. Na, außer dem Gürtel und Schuhen hätten die ja da nichts an. Der hätte sich ja hin, mal. Was ist denn los, Tanner? Ich hab's nicht drauf, echt nicht.
Oder du benutzt mich die ganze Zeit nur als dein Schutzschild. Nein, ich glaube, das sieht man auch. Ah, ich werde mir den Videobeweis hinterher mal angucken. Man kann sich ja einfach nur die Punkte dann zusammenzählen. Ach komm. Gut. Benutze mich jetzt nicht als Schutzschild, weil du scheiße spielst heute. Ich spiele eigentlich immer scheiße, das ist mein Geheimnis. Nein. Oh. Einziges Spiel, in dem ich manchmal besser bin als jemand anders, ist Street Fighter. Ja. Ansonsten. Das stimmt. Das kann ich gar nicht. Das ist Übungssache. Ja, aber. Ja, Street Fighter spiele ich auch echt schon seit 25 Jahren, ungelogen. Also ich bin jetzt 37. Und Super Nintendo habe ich so mit 10, 11, 12, 13 gekriegt. Ich weiß es nicht mehr genau. Wie gesagt, ich bin überhaupt nicht gut mit Jahren und da Zeiträumen und so, aber Street Fighter hatte ich damals ziemlich direkt mit dem Super Nintendo gekriegt. Und das ist gute 25 Jahre her. Nicht dahin. Da rennt sie fast in die Explosion. Ich lasse mich natürlich hier umwalzen, ne? Das war ich. Ich bin so ein Nintendo. Mich haben die auch getroffen. Ich war nur nicht blöd. Achso, ich dachte, das meinst du. Die machen aber echt viel Schaden, die Drecksäcke hier. Ja. Das reicht es. Jetzt müssen wir hier echt mal andere Geschütze auffahren, ne? Und jetzt das Krokodil? Ja, jetzt kommt das Krokodil. Ich war auch so gut wie du. Du hattest viel mehr als ich. Habe ich nicht drauf geachtet. Hatte ich nicht. Doch. Ich nicht. Hey, nein. Bis aufs Krokodil. Ja, ist ein Leatherhead. Kein Krokodil. Mit Wut. Oh. Ja, bei dem hier ist es relativ einfach. Ausweichen, wenn er das macht, und dann draufhauen. Aber er macht das auch ziemlich flott manchmal. Ja, und dann halt gucken, dass man nicht in die Messer läuft. Ja, jetzt bin ich nicht gesprungen. Ja, jetzt bin ich von dem Fass getroffen worden. Kacke. Oh. Er hat einen Krebs geworfen? Ja. Bury my shell at wounded knee. Schneller, schneller. Neon Knight Rider. Jetzt glaube ich, ja, kommt das. Ja, das ist cool, das mag ich. Speeder Level. Ich hoffe, wir sind aber bald fertig. Wir schlafen nämlich langsam die Gesäßmuskeln ein. Wir sitzen nämlich hier gerade auf unseren Küchenstühlen, weil alles andere bildausschnitttechnisch nicht funktioniert hätte. Also ich muss da gar nicht springen, ne? Nee. Und die sind aus Holz und die sind für längere Sitzungen sind die nicht so geeignet. Und mir schläft langsam der Hintern ein. Ja, du lachst! Ja. Das fand ich damals auch ziemlich cool hier. Man ist ja hier quasi in der Zukunft. Ich weiß gar nicht, ob wir hier nicht sogar in Dimension X sind. Dimension X ist ja quasi die Heimdimension von Krang. Den ich übrigens als Bösewicht damals irgendwie blöd fand. Also ich hab nicht verstanden. Das ist doch das Hirn, oder? Ja, Krang ist das Gehirn in dem Roboter. Ja. Und ich habe damals nicht verstanden, warum Shredder, der ja um so vieles cooler ist als Krang, sich von dem überhaupt Befehle erteilen lässt. Bist du jetzt die ganze Zeit Pizza? Nee, die ist noch nicht da, Schatz. Gleich jetzt. Mhm. Wo wir gerade beim Thema Pizza sind, was ist eure Lieblingspizza? Ich will es wissen. Meine Lieblingspizza ist Thunfisch, Spinat, Doppelkäse, Zwiebeln, Schaf und Knoblauch. Jetzt seid ihr dran.
bitte in die Kommentare, was ist eure Lieblingspizza? Und hoffentlich ist kein Ananas drauf, das ist ja widerlich. Ich bin alt. Ich bin nichts geboren, weißt du? Schlag mich nicht. Könnt ihr uns vielleicht irgendwelche Serien oder Filme zur Zeit empfehlen? Ja, wir sind haben da echt eine Durststrecke momentan. Zur Zeit ein bisschen unbeholfen bei dem Thema. Ja. Also wir haben Netflix und Amazon Prime. Und normalerweise fällt uns das überhaupt nicht schwer, eine Serie zu finden, die wir zusammen gucken können. Aber irgendwie in den letzten Monaten ganz schlimm. Kaum was. Ja. Weil jetzt kommt, nächste Woche kommt, glaube ich, die dritte Staffel von Jessica Jones. Ja. Also die ganzen Marvel-Serien haben wir natürlich schon durch. Game of Thrones haben wir natürlich schon durch. Walking Dead braucht ihr nicht empfehlen. Breaking Bad haben wir natürlich auch geguckt. Ich zumindest. Ich nicht. Ne? Aber ich glaube, das würde dir auch nicht gefallen. So rein vom Setting her. Da wären zu viele Sachen, die dich fürchterlich aufregen würden. Ich will jetzt überhaupt nur gar nichts spoilern. Okay. Wir mögen Fantasy und Science Fiction. Wir haben auch schon alle Star Trek-Serien gesehen. Fantasy und Science Fiction ist nicht genau unser Ding. Neue habe ich noch nicht gesehen. Ja, weil du dich weigerst. Aktuell ja. Sie mag nämlich die alten Star Trek Sachen alle sehr, aber sie findet die neuen Star Trek Filme doof. Ich stand ein bisschen unter Schock. Ich wurde nicht richtig vorbereitet, als ich die Filme gesehen habe. Ich fand es komisch. Was fandst du komisch? Das war nicht. Nein, das war nicht Spock und das war nicht. Nicht mal annähernd war nicht so. Aber es ist ja eine andere Zeitlinie, die ist ja verändert worden durch die Romulaner, die zurückgereist sind. Nein, hat sich falsch angefühlt. Und jetzt habe ich ein bisschen Angst, die neue Serie anzufangen. Ja, was haltet ihr denn von Star Trek Discovery? Ich finde Star Trek Discovery ziemlich cool. Ja, alle sagen, dass es cool ist. Ich traue mich da halt einfach nicht dran. Das wurde mir jetzt schon mehrfach empfohlen, sogar. Ja, das beruhigt mich. Ja, komm, wir müssen. Ja. Ich glaube, das ist schon das letzte Level. So, am Schluss wird es Super Shredder. Ehrlich, ich bin da gar nicht so gut dran. Doch, hier am Ende kommt Super Shredder. Nee, oh. Erst kommt noch Krang in seiner komischen fliegenden Untertasse. Ja, genau. Und dann kommt Super Shredder. Dazwischen kommt nichts mehr. In der Mega Drive-Version haben sie sogar Gegner aus dem Film mit übernommen. Also hier sind ja Toxer und Razor drin. Hier sind ja die beiden Mutanten aus dem zweiten Turtles-Film drin. Und ein Hyperstone heißt, ist Meister Tatsu, der glatzköpfige Ninjutsu-Trainer vom Foot Clan. Foot Gang. Clan und Gang zusammengeschmissen. Meister Tatsu von der Foot Gang ist in Hyperstone heißt am Start. Aber Turtles in Time gefällt mir einfach besser. Hyperstone heißt, ist etwas langsamer. Habe ich zumindest den Eindruck, dass sich das Mega Drive Pendant etwas langsamer spielt. Und dadurch, dass man die Typen mal nicht in den Bildschirm werfen kann, fehlt mir da so ein bisschen was. Ist halt einfach so. Das ist so das Highlight von dem Spiel, finde ich. Ja. Es ist natürlich trotzdem immer noch das zweitbeste Turtles-Spiel, aber gegen Turtles in Time kommt es halt einfach nicht an. Und ansonsten, es gibt leider so viele schlechte Turtles-Spiele. Sehr, sehr, sehr schade. Was ich noch ganz gut finde, das hatte ich mir auch vor, ich würde jetzt wieder sagen vor ein paar Wochen, aber wahrscheinlich sind es wahrscheinlich schon wieder 3 oder 4 Monate her oder so. Ja, das Turtles-Spiel für PS4 von, ich glaube, von Platinum Games geholt. Und das ist auch gar nicht schlecht. Das ist ein bisschen hektisch. Ich hole mal eine Pizza. Das ist ein bisschen hektisch, weil man alle 4 Turtles gleichzeitig spielt. Aber optisch und so ziemlich geil. Das ist von dem. Ich glaube, es ist Platinum Games, ich weiß es gerade aber nicht genau. Das ist von demselben Team, das Transformers Devastation gemacht hat, was ich auch sehr zu schätzen weiß. An der Stelle nochmal vielen Dank an den guten Sarobe84. Auch da könnt ihr mal auf den Kanal gucken. Der hat mir Transformers Devastation nämlich letztens, als ich bei ihm war, gesagt hat: Ja, auch wenn dir das gefällt, dann nehmt mit, ich kann mit dem Spiel nichts anfangen. Na, da wäre es geschenkt. Das fand ich sehr nett. Was macht denn das Steinmonster schon wieder hier? Ja, pass auf, Mann, du bist gleich tot. Ja, aber der war doch in einer ganz anderen Zeit eigentlich. Ja, aber das sind doch Shredders Handlanger, die sind überall. So,
So, und da wir nämlich geplant haben, so Koop-Dinger hier öfter mal zu machen, so alle paar Wochen mal, könnt ihr uns natürlich auch gerne Empfehlungen geben, welche Koop-Games wir uns denn mal zu Gemüte führen sollen. Oh, das ist Pause. Ja. Das macht jetzt zum Start. Hab ich doch schon. Ja, alles wieder. Auch gleich schon wieder hin hier. Ja, also nochmal die Aufforderung an euch. Welche Koop-Games sollen meine wunderschöne Frau, die ihr neben mir sitzt, und ich uns gerne für euch das nächste Mal anschauen? Gebt uns noch mal ein paar Inspirationen. Bestens auf dem Super Nintendo, ja, weil da haben wir die Möglichkeit, auch Original-Hardware zu spielen und auch zu catchern, weil ich da das Analog Super NT habe mit direkt HDMI-Ausgang, das mit meiner Capture-Card funktioniert. Alles andere müssten wir dann über Emulator spielen und das ist dann nicht ganz so komfortabel. Natürlich schüttest du Ninjas gar nicht, ne? Natürlich nicht, aber ich werde elektrisiert. Ja. Ja, weg. Super ausgemacht. Ja. Na, oh, ich bin so ein Idiot! Schöne Pizza. Ja, Pizza Time. Hier findet dann auch der nächste Bossfight statt. Oh! Steinmonster. Ja. Muss mal ein bisschen ins Bild kommen. So, komm her, Crank. Den Kampf fand ich immer irgendwie blöd. Der coolste Kampf finde ich, der war schon, als Shredder in dieser Katze da war. Ja, der Fight gegen Super Shredder, der ist auch ganz okay noch. Also nur vom Herausforderungslevel her. Ich finde ja doof, wenn Bossfights immer zu einfach sind. Zu schwer sollten die allerdings auch nicht sein. Immer zu erwischen hier. Ja. Ja, dadurch, dass der fliegt, ist das tatsächlich nicht so einfach. Wehrt er sich auch noch? Ja, der macht doch hier diese Superblasen. Ja, genau. Wenn wir ihn denn lassen. Der hält echt viel aus. Die Scheißviecher. Wo ist er denn? Der da im Hintergrund. Ja. Die sieht doch echt aus wie im Cartoon. Ja. Finde ich super. Ja. Ich finde das Spiel allgemein echt, also schön. Ja. Vor allem fängt es das Spirit der TV-Serie sehr gut ein. Das sieht alles genauso aus wie im Cartoon damals. Wie cool das gewesen sein muss für die ganzen Kids, die in den USA groß geworden sind, wenn die sich da in so einer Spielhalle getroffen haben und das mit drei anderen Leuten zu viert am Automaten haben spielen können. Das sind leider so Spielerfahrungen, die uns hier in Deutschland größtenteils abhanden kamen. Nett. Ja, weil als ich groß geworden bin, gab es so Spielhallen hier in Deutschland schon gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt in Deutschland großartig mal gab. Die einzigen Spielhallen, in denen ich mal gewesen bin, waren halt als Kind im Urlaub irgendwie in Holland oder in Dänemark oder so. Da habe ich dann auch mal an einem Automaten Time Crisis gespielt. Das war cool. Als wir jetzt in London waren letztes Jahr. Stimmt, da gab es auch so eine Arcade, da hatten die einen Guitar Hero Automaten, aber da waren auch ganz viele so schmeiß Geld rein und versucht da irgendwie so ein Stofftier zu ergattern, Dinger. Und der jetzt. Guitar Hero Automat, die Gitarre, die war echt siffig. Ah! Verdammt! Sag. Das Einzige, was ich hier bescheuert finde, ist Shredders Animation, wenn man ihn trifft, dass er die Arme irgendwie so macht. Das sieht total behindert aus. Ja, McDonald's End. Ja, ich meine, was soll das? Der... Au, mir tut was weh! Ich meine, oder? Das ist so bescheuert.
ein bisschen befremdlich. Ja. Hau drauf. Ja, wir müssen seiner Scheiße hier erstmal ausweichen. Dann sind wir nämlich gleich schon wieder hin. Ja. Oh, komm, Schredder, komm, 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 komm. Dass er allerdings jetzt hier so Elementarangriffe kann, das ist weder aus dem Film noch aus dem Comic. Das haben die fürs Spiel gemacht. Du kannst auch nicht einfach die Freiheitsstatue klauen. Hatte der in der Serie eine spezielle Waffe? Er hat auch seine Rüstung gehabt mit den ganzen Spikes dran und so. Und ab und zu halt auch ein Schwert. Die Turtles Cartoon-Serie damals, da ist sich überhaupt nicht viel geprügelt worden. Die haben das meistens anders gelöst. Sie haben ganz, ganz selten wirklich mit ihren Waffen gekämpft. Und wir haben Turtles in Time durchgespielt, Leute. Das soll es auch gewesen sein für diese Woche. Ich glaube, wir haben euch lang genug hier belabert und belustigt, hoffentlich. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wir warten jetzt auf unsere Pizza. Wir lassen euch den Abspann hier noch laufen und sagen bis zum nächsten Mal. Retro Joe out. Haut er das Mikro weg. Bye, bye.
Mania!